Guten Tag, meine Leute. Heute mal ein kleines Video aus meiner Garage. Ist sowieso kein schönes Wetter draußen, fahren kann man gerade nicht. Heute geht's den 1 Kilometer langen Auspuff an den Kragen. Ich habe es ja schon mal gesagt, der bleibt nicht lange. Ich zeige euch erstmal ein paar Bilder von dem Auspuff, den ich mir gekauft habe. Und zwar ein Hashiro ST05. Die Besonderheit, der kommt aus dem Hause MIF und Storm. Der ist baugleich mit dem Storm GP und MIF GP. Auch die AGB ist genau die gleiche. Und kostet nur einen Bruchteil. Aber ich glaube, Storm ist, glaube ich, genauso günstig oder teuer, nur schlecht zu bekommen. Und deswegen habe ich mich halt für den Hashiro jetzt mal entschieden. Und bin mal gespannt, wie der sich anhört, ob der sich genauso anhört. Ich hatte nämlich schon mal den MIF GP damals auf meiner CBR 600 und da war ich echt hellauf begeistert. Ja, und ich bin echt froh, wenn der kilometerlange Auspuff endlich runter ist. Ja, da werdet ihr jetzt sehen. Ich denke mal, die meisten von euch werden schon mal so einen Auspuff gewechselt haben, aber ich denke mal, ich habe auch viele jüngere Zuschauer. Am einfachsten ist das natürlich, hier unten die Schelle loszumachen als erstes. Ich glaube, das ist sogar eine 10er Schraube. 2 13er hier vorne und eine hinten, also insgesamt 2 Stück, und damit ist das Ding schon runter. Das war dann schon alles. Bevor ich den tausche, lasse ich noch mal ein letztes Mal den Auspuff klingen. Ich denke mal, den Sound, den werdet ihr ja schon oft genug jetzt gehört haben in meinen Videos. Und jetzt geht's der Schrauber in den Kragen. Gut, die ist schon locker genug. Das reicht, die muss nicht ganz ab. Hauptsache die Spannung hier ist lose. Jetzt werde ich die und die Schraube lösen. Beziehungsweise eine lange Schraube, und die dann entgegengekonnt hat. So. Jetzt ist die hier natürlich schon lose und er steckt jetzt quasi nur noch hier auf dem Krümmer drauf und hält quasi alles fest. Und jetzt versuche ich den natürlich rauszuziehen. So, das war schon alles. Die 2 Schrauben gelöst, abgezogen, fertig. Dann gucken wir natürlich auch schön, ne? Ohne Auspuff. So, der neue Auspuff. Direkt mal viel kleiner, um mal den Größenvergleich hier zu zeigen. Deutlich schöner. Und das heißt die Besonderheit, aber besteht aus 2 Teilen. Und was natürlich gleich richtig Fummelei sein wird, das kann ich noch damals von meinem MIF, diese Auspuffschelle ordentlich drum zu bekommen, ohne dass das Gummi verrutscht, ohne dass wir die schwarze Beschichtung hier zerkratzen. Dann fange ich jetzt mal an. Ich denke, ich bin noch am überlegen, wie ich das mache, ob ich den vorher zusammensetze oder ob ich erst den Krümmer dran mache. Da werde ich jetzt noch sehen. Aber ich glaube, ich brauche noch die originale Auspuffdichtung. Ich schaue jetzt erstmal. Ich brauche gar keine. Ich habe nämlich heute gerade die originale Auspuffdichtung rausholen. Aus dem originalen Auspuffdichtung. Alles voll. So, und ich sehe aber, das passt hier so perfekt drauf, da braucht man keine Auspuffdichtung drauf. Und wenn man sieht, boah, das sieht da so schon geil aus. Sagen wir mal so anmachen. Komm, machen wir mal ohne. Aber nur ganz kurz.
geil. Ich würde am liebsten so rumfahren. Dann haben wir jetzt mal die Auspuffschelle da drauf. Am besten so rum. Wie drehen wir den genau? Richtig weit drauf. Ich mache jetzt erstmal nur handfest. Weil ich doch höchstwahrscheinlich noch hier ab nachjustieren muss. Also ich mache nur Scheiße. So, jetzt geht es natürlich darum. Der kommt natürlich hier drauf. Das passt auch nicht auf Anhieb. Zwischen diesen Verbindungen kommt jetzt diese Feder. Ich glaube, dieser Schlauch sollte, glaube ich, wahrscheinlich über diese Feder drüber, aber das mache ich nicht. Das macht Spaß. Jetzt kann man ja schon halbwegs sehen, wie viel kleiner der Auspuff ist, wie viel mehr man von Reifen sieht und zum Heck natürlich. So ungefähr sollte das dann aussehen, glaube ich. Ich muss halt gucken, dass ich hier auch noch genug Abstand habe. Ich hatte erst überlegt, dieses Stück genau dazwischen zu machen. Aber dann käme ich, glaube ich, mit dem Kümmer hier dran. Das wäre nicht so schön. Ne? Muss ich halt gucken, dass das Gummi hier überall schön anliegt.
Hi. Hallo. Ich werde sie rausschieben und dann mache ich sie an, weil ich muss nämlich noch ein Foto fürs Thumbnail machen. So, da steht sie nun. Und jetzt der erste Start mit dem neuen Auspuff. So, das war's dann noch heute von mir und wir sehen uns dann irgendwann die nächsten Tage auf der Straße und dann mache ich mal einen richtigen Flyby-Soundtest und schneide auch was von dem originalen Auspuff rein und vielleicht sogar noch von meinem Shark Street GP, dann kann man die Unterschiede schön sehen und bis dahin haltet die Ohren steif und bleibt auf dem Bock drauf, überhaupt keine Unfälle ist, gerade nach draußen. Wir sehen uns bald wieder, haut rein Leute!